Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich bin's, der Gordon, und wir spielen die Map der Mavant-Gipfel. Ja, in dem Modus Eroberung. Und ich sag euch wird jetzt ganz knallharte Sniper-Action erwarten. Und zwar möchte ich die M98B, ja, also so einer richtigen Nahkampf-Sniper verarbeiten. Das heißt, ich habe ja schon den Geradezugverschluss, wenn ich mich nicht recht täusche, ja. Und das heißt für mich, dass ich jetzt so lange spielen werde, bis ich irgendein Nahkampfvisier habe. Sprich, mit ARKOG fängt man ja an und zuletzt bekommt man, glaube ich, das Reflexvisier. So wie ich das schon bei der, mit der, wie heißt es, L96 hab, genau. Schalldämpfer brauchen wir nicht, Laserpointer wäre besser und Ballistisch nehmen wir auch nicht. Ach, wir haben schon das ARKOG. Ja, sauber. Mit dem ARKOG werden wir uns dann mal in den Tunnel begeben. Da das hier noch mehrere Range hat, sag ich jetzt mal. So, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass der erste Schuss mit dem Sniper trifft. Jetzt kann man sich halt alles relativ schnell abschießen. Vom Tank geschossen. Ja, geil. Und der erste Kill, beziehungsweise der erste Death geht direkt drauf, ohne Gegenwehr. Ich habe einfach absolut nichts gesehen. Naja, vielleicht ist es in dem Tunnel dann auch von Vorteil, weil da spawnen wir. Wir spawnen da. Das heißt, die haben uns, ja, auch wenn das heißt, dass man im Endeffekt verliert, habe ich das so am liebsten. Weil so kommen die quasi nur aus den. Warte, warte, warte. Alter! Ja, das. Ich hasse es immer, wenn man das Visier wechselt. Das ist wenigstens ein bisschen realistisch. Dann zieht er noch nicht sofort die Waffe. Sondern, na, ich denke mal, diese kleine Zeitverzögerung zeigt halt an, dass er das Visier abschraubt und das neue dranbringt. Naja, habe ich jetzt nicht bedacht. Das hätten wir. Ah, jetzt habe ich die Klasse gewechselt! Scheiße. Ja, das ist nicht so ein Kill. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Normalerweise mit dem MG legt man sich ja eigentlich nur hin und macht so keine Kills. Also, scheißegal, ob wir jetzt da vorne einen Tank als Problem haben. Ich würde sagen, wir behalten jetzt ein bisschen bitteren Ende diese Klasse durch. Da habe ich jetzt mal Lust drauf. Und auch wenn ich mich damit total zu gut mache, negative KD bis zum geht nicht mehr erreiche, ja? Leute, ich will das Ding leveln. Ja, ist klar! Raiden 94 schießt mich direkt aus dem Haus da oben mit seinem scheiß Panzer raus. Gut, dann werden wir uns mal nicht so offensichtlich hinstellen und die MP443 können wir uns auch mal stecken. Dann nehmen wir lieber mal den. Sollen wir mal hier die dicke Magnum nehmen? Wir nehmen mal die dicke Magnum. Wo bist du? Bist du hier auch ganz clever? Muss ich hier hinstellen? I like. So, gucken wir mal. Da haben wir nämlich schon ein paar gesehen. Und wir sehen leider auch so ein paar nicht was. Okay, das war jetzt genau. Deswegen habe ich auch geschossen. Wir schießen da so krank. Da ist einer. Pass, wo kommt der Köpfchen? Wo kommt das Köpfchen raus? Da sehe ich einen Moment. Wo ist er? Aber Leute, ich muss auch nochmal anmerken, ne? Ich habe gerade eben mich nochmal an ein Call of Duty spielen müssen, beziehungsweise. Generell wollte ich Call of Duty, also allen, also der ganzen Reihe, eine Chance geben. Und habe mir gedacht, ja gut, wenn ich halt geschossen bin. Ja gut, also werde ich doch einfach mal Black Ops 2 einwerfen. Alter, ich sag euch, ne? Ich habe so eine gute Internetleitung, ne? Aber nach wie vor bleibt bei mir die Meinung, dass die Amis so einen scheiß Ping-Vorteil haben. Oder irgendeiner von denen, ja? Aus irgendeinem Land auch immer, wo die Server halt gerade sind, ne? Ich hasse das Spiel so dermaßen, weil einfach nur so ein scheiß Vorteil herrscht. So, Double Kill, Kopfschuss. Naja, auf jeden Fall, weißt du, ich komme so um die Ecke und die schießen schon quasi um die Ecke. Also liegt es nicht daran, dass ich ein scheiß Aim habe. Denn wenn ich mal Glück habe, ja, und die haben ungefähr gleiche Tendenzen wie ich, dann treffe ich die auch und kill die ja. Aber so sehe ich da einfach gar keine Chance dran, irgendwie mitzumachen.
kotzt mich halt relativ an. Deswegen schwöre ich halt von Battlefield. Oh, jetzt sag ich mir Battlefield. Nein. Deswegen schwöre ich halt von Call of Duty ab. Und sag, Leute, holt es euch nicht. Das ist ein großer Fehler. Schade. Da ist mir jemand zuvor gekommen, weil ich kann aber noch die gegnerische Ausrüstung zerstören. Oh, Sniper-Beschuss. Ich weiß aber nicht von wo. Ein Kollege von mir ist hier nicht gestorben. Das ist weniger gut, da ist einer. Ne? Naja, auf jeden Fall. Oh, jetzt werde ich hier vielleicht auch wieder eine Debatte lostreten von wegen. Einmal Battlefield-Freund und einmal Call of Duty-Freund, aber ich sag ganz prädestiniert, holt euch nicht den nächsten Kampf von Call of Duty. Werde ich auch nicht machen. Vielleicht bin ich schon weg von dir und da ist er. Alter! Alter! Ich war drauf. Ich war ganz schnell, ganz hart. Ja, ich wollte gerade sagen. Immer sterben. So, naja. Dann habe ich mit Battlefield. Oh, ich sag nicht mal Battlefield, ich gleich anfangen. Ich habe mir dann halt Modern Warfare 2 mal eingeworfen. Das habe ich ja auch. Nicht auf mich aim. Oh, scheiße. Und da. Erstaunlicherweise ging's. Also da habe ich weniger Probleme. Zwar auch immer noch Ping-Vorteile, das sehe ich ganz eindeutig. Wenn ich in der. Pass auf, mir begegnet ein Gegner und der schießt mich um. Und ich habe ihn quasi gar nicht gesehen, nur für eine, ich sag's mal, für eine Millisekunde. So, da bin ich gar nicht hin. So, wenn ich dann aber in der. Oh, wenn ich dann aber in der Kill-Cam, ne, sehe, dass der quasi 2-3 Sekunden hat, um die Ecke zu laufen, mich anzuvisieren und dann mich nur noch umzuschießen, ne? Da hört es bei mir auf, da habe ich dann keinen Bock mehr. So was will ich dann auch gar nicht mehr sehen. Ich wäre schon fast versucht, irgendwie. Ne. Jetzt mit der CD noch was zu machen, ne? Du bist Bescheid, weil ich hier auch keine. Was ist das? Ist das ein Sniper? Keine Ahnung. Wow. Hab ich nochmal Glück gehabt? Naja, so viel Glück auch nicht. Der hat 52%. Ich habe noch 52%. Das heißt, der hat mich jetzt nicht so stark verwundet. Naja, also. Das kotzt mich halt an. Dieser ewige Kampf mit den Pings einfach. Ne? So, dann habe ich aber Modern Warfare 3. Was ich dann für. Ach, ich nehme. Dann habe ich aber Modern Warfare 3 mal ausprobiert, ja. Das habe ich ja für die PlayStation 3. Da ist das meiner Meinung nach wiederum ausgeglichen. Also da habe ich keine Probleme. Da mache ich auch meine durchschnittlichen Kills, die auch. Da mache ich auch meine durchschnittlichen Kills, die auch, ich sag mal, in meinem Niveau angebracht sind, beziehungsweise wo ich auch weiß, das kann ich erreichen. Also ich bin locker eigentlich in meinem Spiel positiv. Guckt euch jetzt mal hier Battlefield an. Habe ich gerade 4-5. Aber auch nur, weil ich jetzt hier im Kampf gestorben bin. Also, ich bin ja eigentlich ein Shooter. Nicht so ein dummer Nerd. Also, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Und, naja, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Das ist ja auch mal nichts wie machen. Ich meine, klar, Call of Duty ist in Amerika. Zu Hause, das sind auch die ganzen Server, und wenn die sich dann natürlich ins Fäustchen machen, dass die Amis dann Vorteil haben und sich es da deswegen wie warme Semmeln verkauft, ja? Ja, I've got an enemy soldier. Oh, ich hab geschossen. Wo war der denn? Okay, genug rumgeflamed. Jetzt geht's halt um Battlefield 3. Also, ich sag nur, EA rockt, ja? Holt euch Battlefield 3. Wenn ihr nichts habt, ja, dann investiert trotzdem in Battlefield 4. Weil das Spiel einfach immer awesome ist. Habt ihr schon die ersten Trailer gesehen? Die sind ja schon seit 2 Monaten raus. Aber das, was einen da erwartet, oh, da freue ich mich schon nicht. Ja. So, das war ja. Es war auch immer so Spaß drin. Ja Mann, Kopftreffer. Das war ja schon fast ein Quickscope, Junge. So, gucken wir mal, ob ich hier hochkomme. Ja, Minimaps da. Ja, jetzt hier noch rüber. Und, boah, ich habe
5 Sekunden. Schnell, 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 schnell. The enemy now controls the objective. Ja, Mann. Oh Gott. Wo ist der? Da ist der! Habe ich auch nur wieder auf der Minimap. Ich stelle mir hier mal meinen Spawn-Beacon hin. Nicht? Doch, hier will er. Okay, dann laden wir mal kurz unseren kleinen Sniper nach. Kleines, großes Sniper im Spiel. So, und dann bewachen wir hier mal kurz unseren. Unser. Stein. Moment, da liegt einer. Sag mir zumindest die Map irgendwo hier. Warte, kann hier noch runterlaufen. Was soll der denn sein, bitte? Oh Gott, da ist er. Nee, da ist er. Oh. Lass mich dahinter und ich lass mich hinlegen. So. Könnt ihr mir die Map vielleicht verraten, wo da Wache? Da ist auf jeden Fall ein Spawn-Beacon. Scheiße, ey, ich hab geschossen, ich weiß nicht von wo. Ich muss mich ein bisschen taktisch umpositionieren. Irgendwie von der Seite. Sehen wir noch. Ich will auch nicht zu sehr mein Köpfchen zeigen. Ja, dann kriegt er mich noch. Und da ist auch direkt einer. Ja, Mann! In your face. Knife Servicer 2000. Damit hätte ich. Oh Gott, besser, ne? Headshot. So, dann warten wir mal kurz, bis der eine hier spawnt. Oh Gott. Findest du das lustig? Ernsthaft? Halt die Fresse. So, jetzt lass mich erstmal wieder mal zu meinem Spawn-Beacon kommen. Oh, jetzt habe ich wieder eine Weltwanderung laufen, oder? Ich kann mich hier campen. Da ist zum Beispiel einer. Gerade gewesen, ja, hier kann ich auch einen guten Überblick haben über die Lage. Hm. Hm, ja. Also, wenn die von da kommen, habe ich sie auf jeden Fall im Visier. Und. Hier kann ich auch ein bisschen rüber schwenken. Was schießen hier da vorne? Hey, Moment mal, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für ein kleines Kanickel? Kommt von der Seite angerobbt? Wollte mich halt flankieren oder was? Ist das sweet? Sweet Jesus! Ein bisschen Steine. Soll ich mal mutig sein? Ich laufe jetzt hier mal quer rüber, bis ich jemanden sehe. Wow, Gott, da kam ein Panzer. Nee, ich bin jetzt mal nicht mutig. Ich kneife. Oh, sie öffnen das Feuer auch mit. Und wie siehst du? Oh, und die hören gar nicht erst auf. Okay, 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 okay. Keep calm and continue testing. Ich wäre dafür, dass wir einen strategischen Seitenwechsel angehen. Indem wir hier einsteigen und einfach mal Rückwärtsgang einlegen. Ich. So, und das reicht mir schon. Perfekt geparkt, wie immer. So, und dann gehen wir jetzt mal hier vorne hoch. Ja, ich weiß, wir verlieren gerade Haus hoch an Tickets, aber wie gesagt, Leute, ich kümmere mich jetzt mal nicht um. Oh Gott. Heli, du siehst mich nicht. Was macht der denn? Was macht der denn? Wer die geil ist das denn? Eins. Ah! Da war das Visier viel zu groß. Schade. Da habe ich gespielt. Da habe ich gespielt, ich weiß. Ich hätte einfach den Revolver rausholen müssen und den umrutzen sollen. Naja, egal. Der ist ein Panzer. Wo ist der denn? Du hast ja der aber auch eine schöne Position ausgesucht. Wo bin ich denn hier? Komm, das ist meiner, das ist meiner. Das ist meiner. Warte, warte, warte. Oh, letzter Schuss, so letzter Schuss. Und der wird sitzen. Ich hasse mein Leben. Der liegt da auch noch so schön. So, was hat der vor? Oh, wie viele Alphen müssen.
Einmal. So, kurz nachladen. Und jetzt entschärfen wir auch kurz die. Okay, da sind ganz viele. Ach du Scheiße. Ich hoffe jetzt mal, dass der denkt, dass ich der war, den er umgeballert hat und jetzt nicht mehr hoch aimen muss. Da ist noch einer. Das sind zwei. Ich wollte gerade sagen, darauf spekuliere ich einfach mal. Ja, wo willst du hin? Enemy sniper spot. Over. Bleib da mal stehen. Ja, komm. Oh, jetzt wird mir gerade stehen, das war. Willst du mich eigentlich verarschen, oder? Okay, ich werde beschossen. Irgendwo von da. Er sieht mich hier nicht. Verdammter Nachteil. Oh, ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Nee, es ist aber kein Sniper. Der Sniper muss hier tiefer liegen, oder? Ich weiß nicht. Egal. Wir haben hier mal einen Spawn-Weg hingestellt. Habe ich da nicht gerade Blut austreten sehen? Aus seinem Körper? Ich dachte, ich werde es gut sehen. Ja, Mann! Ja, Mann! Da ist eine. Ja, Mann! Und vielleicht kriegen wir noch die Station gestört. Jawohl. Oh, schade, die Munitionsbox ist weg. Deswegen verliere ich jetzt hier mit ihrem Schuss natürlich wertvolle Munition. Aber da oben läuft noch einer drauf rum. Ja, ich spotted an enemy soldier. Over. Bonusbesichtung. Lief da hinten noch einer rum. Moment. Ja, der flüchtet gerade. Jawoll. Ich selecte hier mal gerade die Gegend ab. Vielleicht sehe ich ja hier auf der Seite, wo der gefährlich sein könnte, ein. Aber anscheinend ist da keiner. Und der Panzer da, der kann ich noch nicht so. Okay. Wow. Den habe ich zum Glück auf der Map gesehen. Oh Gott, hier ist auch noch einer. Moment. Wo ist der? Ist der abgerutscht und tiefer? Ne, der sitzt über mir. Da habe ich ihn gesehen. Ah, da liegt er. Pass auf. Und ins Auge. Ach, schön. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen unvorsichtiger werden. Wenn hier gerade mal die Gegner. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Oh, ich will nicht die Granaten rausgehen. Scheiße, und hier. Mein Spawnbeacon steht da noch. Vielleicht wartet er ja. Ne, er macht ihn kaputt, okay. Oh, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich weiß nicht, wie man da wo klettern muss, um da hinzukommen, aber ich versuche selbstverständlich. Wir haben 67 Tickets. Und irgendwo da oben liegen sie gerade. Irgendwie kommt man da oben hin. Also ich bin ja gerade mit dem Kollegen gespawnt. Ich weiß natürlich jetzt auch, dass da zwei Leute sind, deswegen versuche ich natürlich mal mit denen nicht zu killen. Da oben sitzen sie. Da legen sie sich mal rein. Genau wie ich. Komm, du kannst doch nicht erwarten, ein bisschen rauszunehmen. Da, über die Berg. Ich muss den Winkel ein wenig ändern, sodass ich den besser sehen kann.
Da oben sehe ich das. Ja, Mann. Ach, scheiße, ich bin da ganz schön auf die Fresse gekommen. Aber ich bin natürlich hier auch, um den Kill zu bekommen, extrem auf offenem Gelände. Hier sehen mich alle, zum Beispiel auch der hier. Nutshot. Da, ah! Komm! Wo willst du hin? Wo willst du hin, Alter? Boah, dieser kleine Glitch, ey. Jetzt hat er sich gerade selbst umgebracht. Den messer ich. Oder auch nicht. Oh Gott, Noobie Noob Noob. Da mache ich nicht so eine heikle Angelegenheit raus wie letztes Mal. Und jetzt ist noch einer nach hier gerannt. Ich kann natürlich noch nicht sehen. Ich überrasche mich auch nicht hier irgendwo in der Ecke rum. Ich sehe noch nicht. Vielleicht hat es sich ja hier auch aufgemacht, den Berg hoch zu klettern, so wie ich das jetzt mache. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, wie soll man hier weiter hochkommen, ganz ehrlich? Keine Ahnung von wie die da oben hoch. Ja, bevor ich mich umbringe durch bis außerhalb der Map. Halala. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Boah, der trifft der Tank mich nochmal direkt. Und jetzt hier werden die letzten vier Tickets. Dann nehme ich den nochmal direkt mit. Und würde sagen, ich habe mich erfolgreich geschlagen. Ich verabschiede mich bei euch mit einem... Na, schade, hab ich nicht bekommen. Mit einem schönen Tag noch. Euer Gordon. Bis dann. Tschüss.